Wunderschönen guten Abend zusammen zum Helpdesk des Stereo Traders, natürlich mit Mr. Stereo Trader Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat pünktlich um 18 Uhr hier begrüßen. Ich bin gespannt, was Sie für Fragen mitgebracht haben und natürlich auch, wie der Dirk die alle beantworten wird. Na? Von daher springen wir jetzt direkt mal eben zum Risikohinweis, bevor wir starten, denn Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich nur Zuschulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Dirk gleich zu Testzwecken irgendwie handeln sollte oder sowas. Ja, denn schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig, vorweg immer zu sagen. Gut, dann würde ich sagen, so viel von meiner Seite. Dann, Dirk, hier ist der heiße Stuhl. Jo. Viel Erfolg. Ich helfe dir natürlich, soweit ich kann, mit den Fragen. Ja, bleib einfach da. Meine Ich bin erfahrungsgemäß ist da, es ja ich auch halte Händchen, weiß er ja, ich halte bisschen Händchen. ruhiger und dann können wir die Zeit ja mit irgendwelchen Geschichten über deine Jugend auch sinnvoll überbrücken und da muss ich Über nicht. meine Jugend. Bin Also die ist ja mittendrin, noch. mein Jutster. Ist ja quasi noch. Ja. Ach ja, ach Gott, der wolle auch, ja. Ach so, ja, okay. Gut, jetzt habe ich es auch verstanden. Gut, so, dann sage ich an der Stelle auch mal Hallo und herzlich willkommen hier heute zum Helpdesk live bei FX Flat mit meiner Wenigkeit. Und wie ich sehe, ist hier Prominenz dabei, nämlich ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, das Key Team im Support von FX Flat ist vertreten, hier in Form von Flo und vom Wolle. Ich weiß nicht, wer sonst noch dabei ist, aber kann natürlich auch jeder gerne hier mal Hallo reinschreiben, damit ich mal so ein bisschen sehe, wer denn überhaupt heute hier da ist. Also nicht nur von FX Flat, sondern natürlich generell. So, das Webinar für diejenigen, die vielleicht hier neu sind, ist ja immer dazu gedacht, dass ich halt versuche, Fragen möglichst hier live zu beantworten, die halt die Technik angehen vom Stereo Trader. Gerne auch spezielle Sachen und versucht es halt nachzustellen und wenn halt irgendwie irgendwo Fehler auftauchen. Und dann wird das natürlich hier auch entsprechend registriert und findet dann auch früher oder später seine Anwendung im Bugfixing. So, das war mein Vorwort. Fragen habe ich bis jetzt, ah doch eine, ne? Genau, hier habe ich eine auf dem Schirm. Genau, und zwar fragt der Hubertus, ich gehe mal hier rüber auf den anderen Schirm. Gibt immer nur kleines Bild beim Webinar beim Helpdesk, das reicht immer, muss ich mich nicht so viel irgendwie, wie nennt man das beim Auto? Restaurieren. Das ist Ein gut, kleines Bild das in der ist gut. Kamera ist immer leichter erträglich. Muss man nicht so viel tun. So, also der Hubertus fragt, die beiden Felder initialer SL und initialer TP sind leider im letzten Update nicht mehr da. Wo wird das nun eingestellt? Die Werte vom letzten Trade sind es auch nicht immer, ja. So, also das heißt, grundsätzlich ist die Logik die, wenn man flat ist, ja, und dann halt hier die Werte einstellt, dann merkt es sich halt die Werte, die halt eingestellt sind. Nicht nur Stop-Loss und Take-Profit, sondern auch alles für Trail, Break-Even-Safe, also alles, was man hier im Poolfenster sieht, wird dann nämlich entsprechend gespeichert. Und das heißt, wenn ich dann halt jetzt zum Beispiel im Trade irgendwie hantiere, ja, und jetzt hier irgendwas mache und irgendwie Position oder Take Profit aus und so weiter. Und sobald ich nämlich wieder flat bin, sieht man, dann springt es wieder zurück auf die alten Werte. Ne? So, das heißt, das muss man nicht mehr wie vorher. Vorher war das ja hier irgendwo drin. Ne? Also bei Trading müsste das gewesen sein. Da gab es halt die Einstellung, das war aber dann nur Stop Loss und Take Profit und auch nicht, ob irgendwie geschaltet wird oder nicht, sondern halt, das ist halt, fällt halt hier jetzt komplett weg und ist eben, wie gesagt, hier einfach nur über die Voreinstellung hier vom Pool, sobald ich flat bin, wird das halt zwischengespeichert. Und das Ganze dann halt auch natürlich pro Symbol, ne? Also das heißt, das wird mit den Settings für das Symbol, also den Chart, den ich hier gerade aufhabe, wird es dann gespeichert. Fragt der Hubertus, schiebt noch eine Frage hinterher. Für alle Felder auch Trading und BE, genau. Ne? Also alle Felder, die hier sind, das wird alles gespeichert. Ne?
Alright, ich gehe mal von oben durch. Genau, da hat er noch gefragt, ob er speichern muss, der Hubertus. Nein, muss man nicht speichern, passiert von selber. Der Bolle hat auch gefragt, pro Symbol, auch beantwortet. Ja, okay. Gut, dann unter Stereotrader Instruments Einheitsbezeichnung funktioniert die Ein-Aus-Funktion nicht mehr. Symbol wird immer im Chart angezeigt. Also, gucken, was hier nachvollziehen kann. Also bei Symbol, Instrument funktioniert ein ach, Unified Naming. Ja, klar. Also das hat mit der Anzeige hat das nichts zu tun, glaube ich jetzt zumindest mal. Sondern da geht es eigentlich darum, also ob das halt generell verwendet wird, dieses Unified Naming, also ne, diese Anzeige von DJI. Ob das dann im Chart angezeigt wird, das stellt man hier ein. Ne? Also das heißt, wenn ich das jetzt ausmache und dann ist die Anzeige, wie man sieht, da hinten weg, das hat damit nichts zu tun. Da geht es nur um die generelle Verwendung davon. Und das hat sich auch nicht geändert. Das ist eigentlich schon sehr, sehr lange so. Kann jetzt sein, dass ich jetzt hier irgendwie nochmal neu aufmachen muss, dass es halt nochmal kommt. Aber generell, ne, wenn ihr gesehen, auf jeden Fall, da wird das Ganze eingestellt. Ne? Kann ich aber gerade mal gucken, machen wir nochmal neu auf. Dann müsste das jetzt eigentlich wieder da sein. Sollte eigentlich direkt kommen, aber okay. Ist jetzt nicht so tragisch. Gut. Ja, ich fand das irgendwie ganz hilfreich, weil man dann halt eben ja auch direkt sieht, in welcher Zeiteinheit man ist, ne? Man muss dann nicht immer unbedingt da oben auf die Suche gehen nach der Anzeige. Und hier, das ist ja leider auch nicht hilfreich im MetaTrader, wenn man dann erstmal mal wissen muss, in welchem Chart man ist. Aber es ist natürlich Geschmackssache, dafür kann man es ja auch ausschalten, wenn man das nicht haben möchte. Ja, so, mehr ist momentan gar nicht da. Also wie gesagt, wenn ihr was habt, jetzt bitte gerne rein damit. Alles außer strategische Order, weil die ist immer drei Nummern zu komplex für das Helpdesk. Da verweise ich immer ganz gerne auf meine Kollegen, den Timo und ja, den Frank, die ja dazu einige Webinare auch schon selber gemacht haben, beziehungsweise auch eigene Gruppen haben und das immer wieder machen. Der Timo eigentlich da? Glaube nicht, ne? Gar nicht hier geguckt, Nein. wer in der Gruppe ist. Ja, der liegt wahrscheinlich wieder irgendwie in der Sonne mit einem Bier oder so. Aber zu Verständlich. Recht, ne? Also eigentlich ist das ja halt, ne? Ich hatte das mit dem Nelson immer gehabt. Wahrscheinlich werden wir jetzt die Tradition fortsetzen, dass immer Helpdesk ist immer bei schönstem Wetter. Und während andere dann im Biergarten sitzen im Sommer, sitzen wir dann halt hier abends beim Helpdesk, was ja auch viel schöner ist. Das muss man ja auch sagen. Also Helpdesk meine ich, nicht der Biergarten. Glaubst du mir nicht, ne? Merkt das schon, Lena. Ich glaub dir das. Ich glaub dir das. Nicht vorhandenen Reaktionen. Doch, ich musste schmunzeln, aber man hat es nicht gehört. Doch, ich habe es gehört. Ja, okay. Deswegen habe ich ja nochmal explizit nachgefragt. Ja, aber ich werde nachher auch mal hier noch eine Runde durch den Park gehen und bei dem Wetter mit meinem Herr Sohn, der auf der Couch sitzt und wartet. Gut. So, bei mir, also nochmal Hubertus. Der macht uns heute hier die ganze Sendung voll. Bei mir ist manchmal ein Neustart, ist der die Grafik schwarz und unten steht ein Chartthema Custom. Ja, kann ich natürlich jetzt erstmal wenig dazu sagen, lässt sich natürlich jetzt auch nicht nachstellen. Ne? Also generell gibt es da eigentlich keine Probleme damit. Ne? Also der Hubertus meint halt, dass nach dem Neustart, Stereotrader, wäre halt die Grafik schwarz und unten steht Chartthema Custom. Das müsste ich irgendwie halt so sehen, beziehungsweise dann halt wirklich Step by Step beschrieben kriegen, dass man das nachvollziehen kann. Weil ich habe das halt, also nur, ich habe damit wirklich noch nie Stress gehabt, verwende aber eben auch jetzt nicht unbedingt nochmal eigene Farben, weil ich, klar, ich meine, die ganzen Farbdefinitionen, die drin sind, die sind ja meinem Geschmack, was heißt Geschmack, oder ich habe ja zumindest auch versucht, andere Geschmäcker zu bedienen, aber trotzdem irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele. Sind es irgendwie hier bei Layout, Chartthema, irgendwie ja, sind mehr als 20. Und auch hier
Trotzdem habe ich nicht geschafft, alle Geschmäcker zu bedienen, obwohl man sie auch noch kombinieren kann. Es gibt dann halt immer doch noch mal ganz besondere Vorstellungen, wie das dann halt farblich auszusehen hat. Und also es ist natürlich unmöglich, alles irgendwie noch mal einzustellen. Ja, also ich sage, ich habe Bright Hope, aber wie gesagt, das macht wirklich keinen Sinn. Ne? Also ich, wenn ich das wird nicht passieren. Also wenn ich, dann müsste ich jetzt hier alles dicht machen und noch mal aufmachen. Ich habe es noch nie geschafft. Das muss irgendwas anderes muss es gewesen sein und dann es ist ja wahrscheinlich dann auch nicht eins zu eins sofort reproduzierbar. Und da müsste man wirklich mal gucken, wann das halt dann irgendwie auftaucht. Ne? Also generell ist ja hier, sind ja die Sachen damit gemeint, ja, die Chartthemen, die halt hier ja, dann irgendwo halt drin sind. Und wenn man dann halt irgendwie zumacht, dass die dann halt womöglich nicht mehr da sind. So. Von daher bisschen schwierig. Was ist denn der, den ich gerade suche? Ja, genau. Ja, also Fragen, Leute, strengt euch mal an. Sonst verfalle ich hier in einen sinnlosen Monolog. Und ob das dann damit jemand geholfen ist, weiß ich nicht. Ja, also läuft auf dem Server, schreibt euch hier gerade nochmal, ist immer online, ja. Das ist sowieso eigentlich immer, finde ich, das Beste, ne? Wenn die Geschichte auf dem Server läuft. Also es ist bei mir natürlich halt auch immer vom Vergleich dann halt ein bisschen schwierig, weil der bei mir läuft halt alles auf Servern oder VPS und läuft immer 24 Stunden durch, ne? Und es kann natürlich sein, ich meine, das ist ja bei allem so, dass man halt irgendwie, wenn man halt eine Kiste oft ein ausschaltet, Programme oft auf und zu macht, hat man auch schon mal Merkwürdigkeiten. Also in allen, ich weiß nicht, woran das liegt. Aber hatte ich letztens auch irgendwie, dann war plötzlich eine Datei irgendwie ein völlig anderer Inhalt, also eine simple Textdatei, wo ich vorher noch nie im Editor dran war. Also auch ganz merkwürdig. Kann passieren. Früher gab es dann für sowas Festplatten-Defragmentierung. Das braucht man ja heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber passiert, ne? Also von daher ist das natürlich dann immer noch mal ein bisschen mehr tricky, wie wenn man jetzt halt irgendwie die Kiste dann halt 24 Stunden durchlaufen hat. Ne? So, ich habe jetzt einfach mal vor Langeweile, das ist ein Demokonto, ne? Also hier ein Trade mal kurz irgendwie an den Start gebracht. Ob der jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht, aber der bewegt sich hier zumindest auf dem Bild mal irgendwas. Der Jens fragt, ich habe einen neuen Rechner, kann man die Einstellungen vom alten Rechner auf den neuen kopieren? Ja, kann man theoretisch machen. Das muss ich aber selbst überlegen. Ich weiß selber tatsächlich nie genau, wo die Einstellungen sind, zumal das auch gerade in einem größeren Update, was da kommt, geändert wird. Setup, schreibt der Wolle. Von daher muss ich selber mal ein bisschen auf die Suche gehen. Ich müsste jetzt tatsächlich dann anfangen zu raten und hier durch alle Ordner klicken. Aber generell kann man einfach tatsächlich den Ordner, wenn man ihn denn mal gefunden hat, eins zu eins kopieren. Also ich versuche es mal, ja. Also jetzt bitte ohne Garantie, dass ich das sofort finde. Also der Weg ist auf jeden Fall hier über Open Data Folder. Ja, das ist ganz klar der Weg dahin. Und dann halt hier gibt es einen MQ. Ich hoffe, ne? Also ab hier kann es schon falsch sein. Es gibt einen Files-Ordner. Und STMT5. Wolle, hilf mir, wenn ich falsch bin. Setups. Nee, ist falsch. Nee, du musst in den Komma, ne? ja, du musst in Common gehen. Du musst in Common Ja. und dann unter Files. Nee, ja genau, Files, STMT5 für den MT5 und dann die Setups da oben. Da sind die produktspezifischen Dateien drin. Nee, der andere Setups da. Der, Aber du ne? hast zwei. Genau, da sind die einzelnen Dateien drin. Genau, ne? Also nochmal. Mach's nochmal von vorne. Ja, soll mich fragen, ich weiß wo. Genau das meine ich halt, ne, Wolle. Ihr habt solche Sachen einfach wesentlich mehr auf dem Schirm als ich. Also nochmal, File und dann Open Data Folder. Dann halt einen Schritt zurück, Terminal, Common, Files, STMT5, Setups. Wenn man den ganzen Ordner dann auf den neuen Rechner kopiert und dann hat man auch die ganzen Einstellungen nochmal.
Wird allerdings, also momentan geht das noch, aber ist auf jeden Fall keine Geschichte, die dauerhaft so bleibt, ne? Aber momentan ist das auf jeden Fall der Weg. Also das wird demnächst dann geändert werden, dieser Weg. Ja, genau. Okay. Okay, Ne, alles aber klar. damit geht es auf jeden Fall erstmal. Ja, weil an den Settings wird demnächst wird halt geschraubt, beziehungsweise bin ich halt schon ein bisschen länger am Schrauben. Und das hat halt den Hintergrund einfach von der ganzen Bedienbarkeit und Geschwindigkeit. Also wir haben momentan irgendwie, wenn ich den Stereo-Trader aufmache, ich glaube eine Ladezeit von irgendwie, ich weiß es gar nicht, 2 Sekunden oder so, 3 Sekunden. Je nach Kiste kann es dann auch schon mal ein bisschen langsamer werden. Und dort sind es dann halt irgendwie, bei den letzten Tests waren irgendwie 250 Millisekunden. Also gar nicht mehr quasi. Ne? Macht das Ding auf, ist da. Und deswegen, das ist halt auch nochmal eine größere Änderung, die aber auch noch ein paar andere Auswirkungen haben wird. Ja, und dann liegen die auch woanders, die Daten, und sind auch teilweise nicht mehr kopierbar, leider. Also nicht mehr so einfach wie jetzt halt. Gut. So. Der DAO ist heute echt klasse, ne? Nicht. Könnte Ein. man also heute wieder den typischen Indikator nutzen? Ja. Nur rauf und runter geeiere, obwohl der Markt ja eigentlich ziemlich weit unten hängt, wo man eigentlich meinen könnte, okay, da passiert mal ein bisschen mehr. Aber nö. Wozu auch? Man eiern kann, wird halt geeiert. Welchen Grund kann es geben, wenn der Stereo Trader auf einem VPS nicht installiert werden kann? Ich bin jetzt auch nicht der Netzwerkadministrator vor dem Herrn, ne? Aber generell würde ich als allererstes wirklich mal auf die Rechte immer tippen, ne? Also weil, aber der Stereo Trader selber. Oder was genau passiert denn da, Wolfgang? Also lässt sich der Installation Manager nicht starten oder werden keine Dateien kopiert oder was passiert da? Weil eigentlich ist der ja komplett in einem Sandkasten, der Stereo Trader, ne? Also das heißt, der schraubt sich ja nicht irgendwie im System rum. Also der legt ja auch nicht irgendwelche Sachen an, die dann halt nachher in dem Ordner Programme oder Program Files x64 oder irgendwas halt zu finden sind, sondern der findet sich ja eigentlich komplett innerhalb von dem Sandkasten von, das heißt wirklich so, Sandbox, vom MetaTrader. Und das sind eigentlich nur Anwenderdateien. Also wenn die Dateien nicht kopiert werden, dann würde ich mal versuchen, den Installation Manager als Admin starten. Es geht ja, also mit Rechtsklick dann drauf und dann als Administrator ausführen und dann mal gucken, ob das immer noch so ist. Aber eigentlich so wahnsinnig viel Sinn ergibt es eigentlich nicht, dass es halt nicht geht, ne? Weil wie gesagt, es wird ja nicht irgendwie, es werden ja keine ausführbaren Dateien irgendwo ins System geschrieben, es wird nicht an der Registry rumgeschraubt, also eigentlich sollte das kein Problem sein, aber wenn es denn eins ist, dann würde ich halt wirklich tippen, dass bei den Benutzereinstellungen da irgendwas verkurbelt ist. Oder halt von vornherein, dass es halt der Provider von dem Server oder VPS oder der Cloud oder was auch immer, dass die das halt nicht zulassen, aus welchen Gründen auch immer, ne? Also per Standard. Aber wie gesagt, ich bin nicht irgendwie der Systemadministrator. Ich kenne mich da in anderen Feldern ein bisschen besser aus. Aber das wäre so meine erste Vermutung. Aber wie gesagt, versuch mal irgendwie als Administrator ausführen und dann halt mal sehen, ob es dann halt funktioniert. Könnte dann halt schon sein. Das hatten wir doch irgendwie letztens. Ah, genau, es gibt, ja, genau, die hat auch der Stim, also Installation Manager hat sowieso den Modus auch. Den gibt es tatsächlich. Der ist halt eigentlich für was anderes gedacht, weil man damit auch die MetaTrader-Version patchen kann. Und dafür muss man den nämlich auch in diesem Administrator-Modus ausführen. Und dann hat er andere Rechte und kann da halt ein bisschen stressfreier agieren. Aber da wirst du jetzt übrigens auch sehen mit der nächsten Version vom Stim, die auch in den Startlöchern steht. Da gibt es auch ein bisschen mehr.
bisschen genauere Protokollierung, wo man dann auch rausfinden kann, was wo halt irgendwie warum nicht geht. Das ist ein bisschen ausführlicher als vorher. So, ich hätte auch noch 3 Punkte gemacht, siehst du? Ich habe diese Zeit wenigstens sinnvoll benutzt. Ja, es waren tatsächlich auch 3. Oder? Ja, genau. Gut. Oder in einer Cloud. Kannst du verraten, wo du das probiert hast? Kann man den Namen nennen von dem Anbieter? Weil was ich nämlich auch schon mal gemacht habe, war über Microsoft Azure. Also das ist ja halt auch ein weitesten ein Cloud-Dienst. Und dort ging es eigentlich ohne Probleme auch. Also ist ja vielleicht auch dann so ein bisschen die Referenz, ne? Na klar, ich meine, Windows, Microsoft, wenn es auf deren System funktioniert, dann sollte es eigentlich auch auf anderen gehen. Und wenn nicht, und dann sollte man auch vielleicht woanders ansetzen. Ja, aber Microsoft Azure, wie gesagt, habe ich selber schon ein paar Mal so ein paar Tests gemacht. Das müsste eigentlich gehen, ohne dass es halt, ohne dass man es als Admin ausführt. Aber die haben aber auch von der Konfiguration da schon echt spezielles Zeug, ne? Also ich habe da natürlich dann auch nur die Standardsachen probiert und jetzt nicht irgendwie irgendwelches super kompliziertes Material. Und da ist dann halt auch die Frage, ist der MetaTrader dann als Portable da möglicherweise installiert oder ist der dann wirklich halt ganz normal in den Ordner, wie wir es ja auch gerade hier gesehen haben, also hier in diesem, ne, mit den 5 Kilometer langen Fahrtnamen. Weil wenn es als Portable ist, dann dürfte es mit dem Installation Manager auch nicht funktionieren. Es könnte natürlich sein, ne, dass da halt irgendeine Einstellung von dem Server dazu geführt hat, dass die Benutzerordner halt nicht angelegt werden, sondern nur alles als Portable. Und das würde bedeuten, dass ja dann, weiß ja bestimmt auch selbst, dass nämlich die Dateien auch im Systemordner geschrieben werden und nicht im Benutzerordner. Da würde der Stim dann auch aussteigen. Kommt er nicht klar drauf. So, hier alle eingeschlafen. Ich bin wach. Ich bin immer wach. Aber da hast du einen. Es gibt im Navigator unter Indikatoren, StereoTrader Samples, verschiedene Möglichkeiten für automatische Trades. Ja, Samples, ne? Ist, wie du schon vermutest, nicht unbedingt direkt 1:1 einsetzbar. Was war das? Der Trade at Time, obwohl der sollte eigentlich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der halt kompiliert war oder nicht. Also, man muss dazu Folgendes sagen. Wenn man den StereoTrader installiert und dann hat man halt hier die Dinger mit dabei, ne? Das sind halt diese ganzen Samples, die halt für die Programmierung mit StereoTrader sind. Theoretisch kann man die einfach hier draufziehen und dann funktionieren die, ja. Und aber manchmal kommt da einfach gar nichts. So, und wenn da aber gar nichts kommt, also bei mir hier klappt das jetzt, klar, ne? Weil es ist ja auch alles immer kompiliert, was hier rumliegt. Und bei den Samples bin ich mir nicht sicher, ob die in wirklich auch in fertiger Form mit daherkommen oder ob die nicht nur als Quelltext, bin ich mir gerade wirklich nicht sicher. Wenn man nämlich dann hingeht und bringt eine neue Version vom MetaTrader an Start, ja, und dann kann es sein oder sogar sehr wahrscheinlich, dass der dann nämlich halt was überschreibt in der Ordnerstruktur, nämlich vor allen voran ist es halt wirklich diese Objects MQH, das ist eine Datei, die da halt rumliegt. Und die wird halt vom Installation Manager, wird die immer überschrieben, ja. Und es kann aber sein, dass die beim Update vom MetaTrader dann überschrieben wird. Und wenn der dann versucht, die ganzen Sachen, die hier rumliegt, zu kompilieren, dann scheitert es ganz einfach, ne? Und das heißt, und dann ist das Ding auch nachher nicht mehr da. Das ist der Hintergrund von der Geschichte, ne? Aber generell sind die ja dazu da, also diese Samples, das sind ja halt Programmiersamples, also für Leute, die eben selber programmieren. In erster Linie und deswegen ist auch der Quellcode da. Und ich gehe davon aus, wenn man den MetaTrader, wenn man den
neu installiert und dass der dann halt guckt, wo sind die passenden Quellcodes und versucht, die dann neu zu kompilieren. Und das klappt nicht. Ja. Das ist eben der Hintergrund. Deswegen kann das sein, dass das dann halt an der Stelle einfach aussteigt. Also hier müsste das eigentlich, das weiß ich gar nicht. Ja, doch. Ja. So sieht es dann ja halt aus. Und dann hat man hier die ganze Geschichte dann eben dann halt zum Selbstbearbeiten. Das sind halt kleine Beispiele eben für Automation. Ja. So. So, wenn ich viele Tabs, die mit dem ST, Heiko schreibt das, wenn ich viele Tabs, die mit dem StereoTrader laufen, wovon bin ich verrutscht? Dann stürzt der ST manchmal ab. Auch wenn man zwischen den Zeiteinheiten mal schnell wechselt, kommt es auch mal vor, dass er einfriert. Ich würde halt generell, klingt es ein bisschen komisch, ne, aber die Versionen vom MetaTrader, die funken halt manchmal dazwischen, die sind manchmal ein bisschen schnell mit Updates. Und deswegen haben wir eigentlich schon vor langer Zeit gesagt, so bitte irgendwie, wenn es irgendwie geht, keine Updates machen. Ich bin hier tatsächlich immer noch, ich darf es jetzt nur nicht zeigen, weil dann kriege ich wieder Ärger mit dem Florian, weil halt da leider ein anderes Logo drauf ist. Es ist nicht böse gemeint, ja. Genau. Sondern es war einfach nur der damals verfügbar war, der und der ist halt hier, keine Ahnung, wie viele Jahre schon drauf und das Logo von dem Anbieter ist halt immer noch drin. Aber es ist halt wirklich eine Version, die irgendwie 2 Jahre alt ist oder 3 Jahre und die läuft halt einfach, ja. Und die hat halt diesen Stress nicht gemacht. Und das ist immer so ein bisschen ärgerlich und das ist so ein bisschen russisch Roulette, ne? Also manchmal funktionieren die Updates dann ohne Stress und dann halt mal wieder nicht, ne? Das ist ein bisschen doof, aber halt hier ist auf jeden Fall in dieser Version, wie gesagt, es müsste 2755, ich kann ja mal, ich kann mal kurz gucken. Machen wir hier kurz die Pause und dann sage ich, welche das ist. Das ist genau Bild 2755 vom Januar 21. Und mit der passiert nichts von alledem. Ist zwar schon ein bisschen her, aber ich kann aber auch nicht wirklich eine Änderung erkennen, die es rechtfertigen würde, irgendwie ein neues Update da drauf zu machen, weil das meistens ja irgendwas mit dem Market oder mit der Community oder sonst was zu tun hat. Würde ich im Zweifelsfall auf die Version zurückgehen. Und wir haben so ein paar Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und dazu am besten mal eine E-Mail schreiben. Und das geht auch tatsächlich mit dem Installation Manager. Ja, nämlich genauso, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, mit dem Administrator-Modus. Und dort kann man das nämlich machen. Unter anderem. Aber der Timo hat da irgendwie auch ein Tool, was sogar im Hintergrund dann überwacht, dass bloß nichts anderes mehr drüber installiert wird. Weil dann passiert es eigentlich nicht. Ich habe ja auch immer in den ganzen Webinaren auch immer etliche Tabs irgendwie auf und mehrere Instanzen am Start. Und da passiert es, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal irgendwo irgendwas passiert ist. Was ist es möglich, den Button flat optisch anders zu gestalten? Nee, tatsächlich nicht. Ne? Also gemeint ist ja wahrscheinlich der hier, dass es sich von den anderen abhebt. Nee, ist nicht wirklich vorgesehen. Sorry. Das ist eigentlich eine Frage für den Florian oder den Wolle, die hier, welche Futures-Datenanbieter werden aktuell unterstützt? Ja gut, also wir haben ja Eurex-Futures und CME-Futures. Also deutsche Futures und halt die amerikanischen von der CME. Nee, Datenanbieter. Welche Anbieter ist denn das? Ist das CQG oder was ist es bei euch? Jupp, CQG. Ja. Okay. Ja. Also man kann jetzt nicht irgendwie Daten extern anbinden oder so, wenn das die Intention der Frage sein sollte. Ja, vermutlich, ne? Nee, weil das ist ja fest verankert in der Umgebung mit dem MetaTrader 5 beziehungsweise dem SteroTrader, dass man dort
an den ja an Secret Key dann halt eben gebunden ist und dann halt nicht irgendwas anderes an der Stelle einpflegen kann. Das funktioniert nicht. Aus welchem Grund haben unter Terminal im Setup Fenster die Quick-Button-Wahl ist immer ein Faktor von 10? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Frage verstehe. Also Setup, Terminal, ein Faktor von 10. Immer einen Faktor von 10. Wenn ich 0, 1 handeln muss, im Stereo eine 1 vorgeben. Nee, das hat, nee, das ist, nee, nee, das ist gar, hat keinen Faktor von 10. Also das hier ist ja gemeint, ne? Die Quick Button Volumes. Das ist einfach nur auf die, also hier steht zum Beispiel, ich hoffe, man kann das erkennen. Ich hoffe, das ist nicht zu klein. Hier steht da zum Beispiel eine 1, 2, 3, 5. Ja, das sind hier die ersten Werte, die hier stehen in der Liste. 1, 2, 3, 5. So, und damit werden ja die Buttons definiert. Ne? Mit die, und zwar hier oben die Quick Buttons, die sind damit gemeint. Und da sieht man 1, 2, 3, 5. Und das bezieht sich einfach darauf, das ist die kleinste Positionsgröße. Ne? Darauf bezieht sich das Ganze. Das heißt, wenn ich hier da reingucke und dann sehe ich ja halt, sieht man das hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Dass die kleinste Kontraktgröße nämlich 0,1 ist. Und das ist einfach nur der Faktor von der Minimal Volume. Genau, da steht es. Genau. Ne? 0,1. Und davon ist das der Faktor. Das ist kein Faktor 10 oder so. Ne? Das ist einfach nur der Faktor von der kleinsten Größe. Sonst nichts. Verständlich? Ich finde es ja eigentlich ganz charmant. Der Wolfgang nutzt die Gelegenheit, mir hier alle Fragen zu stellen, die mir immer schon stellen wollte. Das finde ich richtig gut. Richtig Und das gut. machen wir jetzt nur noch so. Am besten machen wir dann einfach hier so die Live-Schalte, wir beide unter uns und dann zeichnen wir das nachher auf. Es ist ja gar nicht böse gemeint. Ich finde es total klasse. Ganz ehrlich. Ist doch super. Und dann kommen wenigstens auch Fragen, die sinnvoll sind, weil gerade bei dir ist es doch so, du hast doch irgendwie die ganzen Sachen auf dem Schirm. Du weißt ja, was gefragt wird. Du weißt ja, was irgendwie nicht verstanden wird. Von daher ist, ich finde es total klasse. Das solltest du eigentlich immer so machen, dass du, wenn du natürlich, wenn das deine Arbeitszeit ist, ne, dass du dann halt hier irgendwie dabei bist. Also von mir aus echt immer gerne. Weil das sind nämlich dann wirklich einfach sinnvolle Fragen. Okay. Der nächste war, sind 16 GB RAM ausreichend? Ja, also würde ich mal behaupten, ja. Also mit 8 würde ich da nicht rangehen. Das Thema hatten wir schon mal irgendwie vor irgendwie über einem Jahr oder so. Für 8 GB Kisten mit dem MetaTrader 5. Also da geht es halt weniger eigentlich um den Stereo-Trader. Ne? Gut, der braucht natürlich auch ein bisschen, aber gar nicht so wahnsinnig viel. Obwohl, so wenig ist es dann auch wieder nicht. Und sondern es ist halt eher der MT5. Weil das halt eine 64-Bit-Anwendung ist. Und 64-Bit heißt zuallererst nämlich immer mal doppelt so viel Speicherplatz. Ne? Nicht doppelt so schnell, doppelt so gut, sondern doppelt so viel Speicher. Und deswegen braucht man da nicht irgendwie mit 8 GB bei 64-Bit sollte man nicht anfangen. Das macht echt keinen Sinn. Aber 16 eigentlich kein Thema. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier habe. Ich glaube 32 oder so. Also auch nicht gut. Ist zwar das Doppelte, aber da laufen ja auch andere Sachen drauf. Aber 16. Eigentlich kein Thema. Das ist tatsächlich eine ziemlich oft gestellte Frage, wie viel RAM man braucht und für wie viel Tabs und so. Muss man halt immer schauen, wie die Performance ist, wenn man jetzt so 20 Tabs auf hat oder sowas. Dann zwingt das halt auch schon mal einen ziemlich guten Rechner in die Knie, sag ich mal so. Hatten die nicht hier mal irgendwie, oder ist es, war das bei den neueren, so einen eigenen Task Manager hier drin, da sieht man es nämlich. Boah. Gibt es doch hier, irgendwo gibt es doch das Ding hier. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie in der neueren Version vermutlich. Dort konnte man nämlich dann halt sehen, welcher Chart, welcher, also die haben ja Ja, gibt's.
Gibt's. Ja, Gibt ne? es. Aber eine neuere, ne? Hier nicht, oder? Ja, und unter Extras ist dann Task Manager auch Ja. aufzurufen über F2. Da Ja. steht dann, wie viel das Aber hier verbraucht hat. nicht. Ne, hier Nimmst du nicht unter wirklich. Tools ein bei dir, wenn. Naja. Genau, den hatte ich nämlich auch mal. Da haben die irgendwas dran rumgeschraubt und irgendwie, naja. Und da sieht man es auf jeden Fall. Ich habe es auch irgendwie anders mal gemessen, auch schon mal irgendwie vor längerer Zeit. Wo man dann halt, ja gut, man kann es ja einfach mit dem Task Manager von Windows ja dann auch machen. Dann sieht man es ja auch einigermaßen. Ne? Das heißt, wenn ich den jetzt hier aufmache, sollte man es eigentlich dann auch irgendwie sehen können. Mal hier Leistung. Ja, nicht so wirklich. Hier unten Prozesse, Hände, muss mal gucken. Ja, klick einfach mal auf Arbeitsspeicher da drunter, also oben links. Ja, genau. Ja. Da Ja, weißt du, wie viel gerade verbraucht wird und so. da hat man, kriegt man so ein bisschen Gefühl halt zumindest dafür, ne? So auf 24,4 verfügbar. Machen wir einen Chart auf. Da sollte man es ja gleich. Dann ja, tut sich aber jetzt nicht wirklich was. Ne? Das, ja, ich hatte es mal irgendwie hier drüber zwar gemacht. Also hier sieht man, ne, das ist irgendwie gerade so einen kleinen Peak bekommen. Aber da kann man sich das hier mal genau angucken. Also wahnsinnig viel ist es nicht. Ich glaube, es sind 300 irgendwie MB pro Chart. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Roughly. Also das kommt ja auch mal so ein bisschen drauf an, was dann halt eben alles auf ist und was da halt irgendwie gerade zwischengespeichert wird. Ne? Aber das ist, glaube ich, so die ungefähr die Größenordnung 300 MB pro Chart. Heißt aber dann natürlich auch, ne, klar, vier Charts ist ein Gigabyte weg, ne, oder drei halt schon. Und klar, wenn man dann irgendwie 10 Charts auf hat, dann braucht man schon mal gleich 3 GB extra. Dann darf man sich halt nicht wundern, wenn von 8 GB plötzlich keins mehr da ist. Ne? Das ist ja klar. Aber wie gesagt, ja, also 16 Gig sollte reichen für normale Zwecke. So, kann man problemlos Windows 11 updaten? Ich habe es nicht probiert. Habt ihr aber da was dazu? Habt ihr da Erfahrungswerte? Also, ich wüsste jetzt mal auf Anhieb nicht so wirklich, warum. Also, was ich halt weiß, nee, das ist bei Windows 10 kam das irgendwie schon, dass die halt so einen neuen High-DPI-Modus eingeführt haben. Ja, das heißt also, wenn man halt 4K-Monitor hat und entsprechend die Windows-Einstellungen dazu gemacht hat, dann haben die da irgendwie einen neuen Modus, weil da kämpfen die ja schon seit Jahren mit rum, das mal irgendwie in den Griff zu kriegen und kriegen es halt nicht wirklich hin. Und dort gibt's noch mal irgendwas Neues. Aber gute Frage, nächste Frage. Also generell, der Stereo-Trader ist ja auf High-DPI ausgelegt, das heißt, der kann das, der erkennt das auch. Und wenn jetzt halt der Bildschirm feiner auflösen und alles irgendwie größer gemacht werden muss, aber das wäre so das Einzige, aber ansonsten wüsste ich halt auch nicht wieso, ne? Also wenn dann ist, wäre dann da halt so, wenn es da irgendwie Stress gibt, erstmal der Schuldige tatsächlich dann der MetaTrader zu suchen. Aber wenn der sauber läuft, sollte es eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Problem sein. Wolfgang sagt auch, bisher kein Problem. Ja, einfach mal versuchen. Ich könnte es ja mal irgendwie machen. Ich bin ja auf Macs unterwegs, einfach mal ein Parallels mal installieren und dann halt mal sehen, ob da irgendwas kommt, weil dann kann ich es ja einfach wieder wegmachen. Beziehungsweise kann es ja parallel dann halt auch laufen lassen und testen. Ja. Ja. So. Also, wenn ihr noch was habt, immer gerne her damit. Ansonsten nähern wir uns demnächst dann ja auch dem Ende zum Biergarten und schönem Wetter hin. Und wenn natürlich noch was übrig bleibt, natürlich auch gerne per Mail. Du kannst es kaum erwarten, oder? Was genau? In der Sonne im Biergarten zu sitzen. Nee, mache ich gar nicht. Wir gehen einfach nur wirklich tatsächlich eine Runde spazieren. Nee, weil montags ist mein Herr Sohn kommt da immer vorbei und wir laufen immer so ein bisschen rum, quatschen da und so. Und ich habe irgendwie so ein bisschen verpeilt, also das heißt verpeilt, ein bisschen zu spät gesehen, dass ich heute Webinar habe. Deswegen
sonst wäre er vielleicht ein bisschen später gekommen. Aber ist kein Problem. Das ist kein Problem. Nee, nee, Biergarten war gestern. Guck mal eben, was Wolle geschrieben hat. Kannst Ja, dazu ja. sagen, ob ja Besser oder nicht. nein? Gerne nicht. Gerne nicht. Kannst ja mal reinschreiben und dann sehe ich ja, ob das irgendwie ein stressfreies. Ich schreck Froschen halt, siehst du? Bei der Frage. Nee, schreib ruhig mal rein und dann, wenn es ja irgendwie nicht besonders spezifisch ist, und dann klar. Das, muss ich schmunzeln, auch wenn das alles nicht zum Schmunzeln ist, aber egal. Gut, was macht ihr heute Abend noch? Hier mal Frage in die Runde. Was ist denn euer Plan für heute Abend? Kommt nichts. Traut sich keiner. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Ich halte mich mal da raus aus der Fragerunde. Kannst du ruhig? Du bist der Erste, der was dazu sagen darf. Hoffen, dass der Dow steigt. Der war gut. Ja. Ach. Ja, wird sich, glaube ich, schon nochmal versuchen, heute irgendwie auf Grün zu zaubern. Ich hätte ja ein bisschen eher damit gerechnet. Nichts, aber das ist halt hier, ne? Ich habe den ja hier eh gerade auf. Den Kollegen Dow. Das Geeiere, das ist halt schon ein bisschen speziell. Aber wenn jetzt hier mal die letzte Abwärtsstunde da mal verkauft ist, und dann sollte das auch wirklich dann irgendwann mal angehen. Aber das Geeiere heute, meine Güte, ja. Das war hier, gucken Sie das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden lang irgendwie hier in so einer Pipi-Range rumgeackert. Und da ist er jetzt wieder. Aber halt mit einem Dip nach unten, und die war ja halt auch kurz unterm Jahrestief. Und kann natürlich schon sein, dass sich der Markt jetzt hier erstmal ein bisschen wieder beruhigt, und dann halt könnte der auch diesen da machen, ne? Dann halt hier irgendwie mal an das Gap laufen, was er da halt irgendwie über Nacht gezaubert hat. Ob das dann was bringt, steht auf dem anderen Blatt, aber das würde er zumindest gerne machen. Das sieht man ja auch, ne? Kann man für das Symbol mehrere Charts? Ach so, ja, da gibt's, aber ja, muss ich jetzt ein bisschen rätseln. Also ich kann das ja mal kurz irgendwie. Das ist keine besonders schwierige Frage eigentlich. Also mit der Forex Pro Edition kann man von einem Symbol mehrere Charts mit einem aktiven Stereo Trader öffnen, aber nur im DE40. Sollte natürlich nicht sein, ne? Es ist klar. Und also mir erschließt sich halt nicht, warum das nur mit der Edition sein sollte und nicht mit den anderen. Das ist so, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil das im Kern ja halt das Gleiche ist, ne? Also die Logik, die Algorithmen dahinter sind ja genau dieselben. Von daher will das nicht so wirklich Sinn ergeben, warum das so ist. Ja, also kann ich wirklich nichts zu sagen. Also weiß ich nicht. Weil wenn ich es jetzt hier mache, ist es ja eh wieder nicht nachvollziehbar. Und ich kann es halt auch nicht wirklich simulieren hier, ne? Weil dazu müsste ich die erstmal hier uminstallieren. Aber ja, ich glaube es ja, ne? Also das ist. Ich weiß trotzdem nicht, wieso. Da ist ja kein Filter drin, ne? So, ich bin jetzt die Edition und verhalte mich mal anders. Also das ist ja natürlich nicht der Fall. Aber das ist halt auch, also ich tue mir immer ein bisschen schwer zu sagen, ja, das ist in den nächsten Updates irgendwann alles anders, ne? Weil man ja nie weiß, wie lange es dauert und bis das halt alles irgendwie stabil ist. Aber das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die auch mit den Setups und so weiter zusammenhängt, die komplett neu gestrickt ist, wird dann auch sobald es release-tauglich ist.
Und da wird auch nichts mehr so sein, wie es war an der Stelle. Und von daher macht es auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, jetzt da in dem Stadium dann noch in der alten Version da rumzurudern und da zu gucken, warum das ist. Weil, wie gesagt, das ist ja tatsächlich bei den anderen Editions nicht so, ne? Und warum? Weiß nur der Wind. So, der Hubertus mit einem Glas Wein auf die Terrasse, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist doch eine sinnvolle Abendbeschäftigung. Gut, Leute, also, da kommt ja nicht mehr viel, ist ja auch okay. Ich bin ja eh immer so der Freund von 45 Minuten Webinaren, muss ja nicht immer eine Stunde sein. Und von daher können wir natürlich auch hier gerne den Deckel drauf machen. Wir haben ja ein paar Sachen, konnten wir hier ganz nett beantworten, glaube ich. Und ja, von daher, wenn du einverstanden bist, auch Florian, dann würde ich nämlich jetzt hier das Schlusswort einleiten. Jo, klar. Genau, ne? Da kommt ja nichts mehr. Ja, Prost, genau. Das werde ich dann auch irgendwann später machen. Nee, auf jeden Fall euch allen einen schönen Abend in der Sonne. Genießt euren Feierabend oder auch für diejenigen, die halt sowieso nicht zu den normalen Berufstätigen gehören, genießt einfach trotzdem den Abend bei einem Wein, Bier oder was auch immer. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich glaube, nächste Woche Dienstag, oder? Sind wir wieder So sieht's aus. im Live-Trading, genau. Dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag, wenn ihr mögt. Und sage ich mal, bis dahin. Adios, bye bye. Und der Florian hat das letzte Wort. Dankeschön. Alles klar, danke dir, Dirk. Ja, danke für die vielen Fragen. Danke natürlich, Dirk, dass du dich dem gestellt hast, ne? Und ja, ich habe nicht viel hinzuzufügen. Haben Sie alle einen schönen Abend. Kommen Sie gut in die Woche rein und dann sehen wir uns spätestens nächsten Dienstag zum Live-Trading wieder mit Dirk. Bis dahin. Ciao, ciao.